Entschuldigung, wenn ich so hart sage, normal. Aber das ist immer so, wenn irgendjemand im Krankenhaus liegt oder irgendwas hat und er hat keinen, mit dem er reden kann, und Lunge steht bei uns zum Thema für Kommunikation, ist ein Zwillingsorgan, dann kriegen wir immer eine Lungenentzündung, das ist ganz normal. Obwohl die Krankenhäuser immer, was ich, Bakterien frei sind, wie sie sagen, aber alle kriegen eine Lungenentzündung. Das hängt einfach an solchen Sachen. Aber so. So, Herzinfarkt als solches. Erstens ist natürlich schon, dass wir dem Herzen eine viel zu große Bedeutung beimessen. Das ist immer so die erste Frage, weil viele meinen immer, oh, das ist meine Pumpe und die Pumpe treibt ja das Blut durch unseren Körper. Stimmt's? Falsch. Ja, ist so. Medizinisch ist nicht das Herz, was das Blut durch unsere Adern treibt und das Wasser, sondern es ist unsere Adern selber. Durch ihre kleinen Kontraktionen, durch die Muskelkontraktion. Denn das Herz ist nichts anderes wie eine Drüse, die aus dem Darm kommt, wenn das Kind gerade 4 oder 5 Tage alt ist. Dann kann man sagen, mein Darm heute, da kommt das Herz her, was ist das denn? So. Herz ist auch übrigens der einzige Muskel, der brechen kann. Und das, obwohl er nicht mal gefroren ist. Also, das auch zum Thema Herz. Man sagt ja, oh, er ist einem gebrochenen Herzen gestorben. Toll, welcher Muskel kann brechen? Herz, aber nur dann, wenn er gefroren ist. So ein gefrorenes Stück Herz kann ich fallen lassen, entweder kommt es wieder hoch, aufgrund der Dynamik, oder es bricht einfach. So. Das heißt, Thema Herz. Wir messen ihm eine viel zu große Bedeutung bei. Auf der anderen Seite nimmt das Herz natürlich auch eine sehr große, bin ich eigentlich zu schnell? Gut, ich meine, ich muss nur die Zeit anhalten, deswegen muss ich ein bisschen Speed geben. Das Herz nimmt eine sehr große Form ein, dass wir sagen, okay, es ist wichtig für uns, weil meistens auch in der Nähe dann sich irgendwann die Seele niederlässt. Das heißt, wenn wir einen Herzinfarkt bekommen, bedeutet das auch immer, dass das Herz in dem Moment einen Infarkt hat. Viele stellen sich vor, was ist denn das? Ja, sie kennen vielleicht eine Explosion vom Fernseher, sie kennen vielleicht eine Implosion vom Fernseher. So ein Herzinfarkt, was bedeutet das? So, das bleibt einfach kurz stehen oder hat einen Propfen und dann kriegen wir einen Herzinfarkt und dann hört es auf. So. Dann kriegt man eventuell einen Bypass. Ja, und das ist zwar nicht schlecht, wenn man einen Bypass hat, andere haben mittlerweile schon 3 oder 7 Bypässe. Aber wenn wir uns das einfach mal so betrachten, das Herz als solches, und sagen, hey, das ist ja wichtig für mich, und das ist es wohl wahr, dass es wichtig ist für uns, wenn wir ihm keine Bedeutung beigemessen haben, dann können wir sagen, was hat denn mein Herz so aus seinem Rhythmus gebracht, respektive was hat mein Herz so verletzt? Die andere Frage ist die, wenn wir einen Herzinfarkt kriegen, geht meist immer eine kleine Embolie voraus oder es geht meist eine kleine, möchte ich nur sagen, Verletzung voraus, wo denn das Blut nicht richtig fließt. Das heißt, wir haben an irgendeiner Stelle haben wir dickes Blut, das fängt an zu flocken. So wie ich das gestern kurz erklärte, wenn wir Ablagerungen haben, das Blut wird dicker, fängt an zu flocken. Und wenn sich dann irgendwelche Grinsel oder Flocken weiter aufrechterhalten, dann geht es weiter. Und dann kann es sein, dass es an irgendeine Stelle kommt, wo es nicht mehr durchkommt. Und wenn es nicht mehr durchkommt, dann, bap, dann hängt es. Weil das Herz ist ja auf der anderen Seite biologisch gesehen auch wieder ein Zweikammerorgan, weil wir reden bei uns vom Kreislauf im Menschen immer vom roten und vom blauen Kreislauf. So, manchmal haben wir auch Organe, wo der rote und der blaue sich vermischen, das heißt Austausch mit und ohne Sauerstoff, aber im Herzen läuft der rote und der blaue nebeneinander weiter. Das sind also ganz kleine Membranen zwischendrin, die einfach dafür sorgen, dass er nebeneinander weiterläuft und die tauschen nur Informationen aus. Das heißt, habe ich irgendeine Irritation erlebt, wo dieser... Jetzt könnt ihr mir alle mal den Schub blasen. Zack, wumm, Herzinfarkt, fertig. Gucken wir uns das an. Ein Herzinfarkt braucht meist eine Vorbereitungszeit zwischen 4 Jahre und 6 Monate. Also ich würde mir den Zeitraum mal anschauen. Wann war es gewesen? 6 Monate bis 4 Jahre davor. Was hat mich dort wirklich, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Ehrlichkeit, was hat mich dort wirklich so baff, knallhart getroffen, dass wirklich mein Leben, sprich im Volksmund sagen wir, meine Pumpe dementsprechend mal kurz stehen geblieben ist. Sprich, aber dazu gehört ja auch, dass mein Lebenssaft Nummer 2, unser Blut, kurzfristig verunreinigt war und verdickt war und deswegen da ein Propfen war. Also das sind einfach die Sachen, die man sich anschauen kann. Ja. Ja. Meinst du jetzt, dass da irgendein Highlight da drin war oder die Summe der 4 Jahre? Sowohl als auch. Sowohl okay. als auch. Das kann ein einziger ausschlaggebender Punkt sein. Das kann aber auch sein, dass, ich sag mal, steht der Tropfen, hüllt den Stein oder der letzte Tropfen bringt das Glas zum Überlaufen. Das kann auch die Summe von vielen sein. Ja? Gut, danke. Nächste Frage bitte. Wenn ich irgendwie ein Fremdwort benutze, was nicht klar ist, bitte gleich nachfragen. Grüß Gott, ich hätte zu den Bronchien. Ja? Was man da sagen kann oder was da ist. Was man zu den Bronchien sagen kann? Ja. Hey, huste dich ab.
Nein, die Bronchien, was wir zu denen sagen können. Jetzt kommt es so an, Entschuldigung, wenn ich so pieksig bin, aber es gibt auch Klienten, die kommen zu mir und sagen, ich habe Rückenschmerzen. Sag ich ja, Rückenschmerzen, schön, wo denn? Da oben, da unten, da links, wir haben so einen Rücken. Ja, ich kriege also Atemnot. Bitte? Mit der Atemnot habe ich dann Schwierigkeiten. Atemnot, Atemnot hat nicht unbedingt was mit Bronchien zu tun. Atemnot kann auch zum Beispiel eine Spasmobronchiale sein. Das hat mit den Bronchien gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur so, dass sich der Brustkorb etwas zusammenzieht. Und das kann wieder teilweise hängen an der Lunge, das kann aber auch teilweise wieder an der Leber hängen. Jetzt müssen wir sehen, welche Belastung habe ich. Aber die Atemnot heißt ja nur in der Fragestellung der Organsprache, was nimmt mir die Luft zu atmen? Oder wer? Wer engt mich ein oder was engt mich ein? So, und wenn man das dann wieder zurückverfolgt, sagt man, also jedes Mal, wenn ich mit dieser Nachbarin zu tun habe, dann kriege ich keine Luft mehr. Gestern habe ich zum Beispiel erklärt, wie unter anderem auch Migräne entstehen kann. Habe ich gestern erklärt, so aus dem Dickdarm hier unten. 75% von der Seite entsteht Migräne. Jetzt kann man sich auf der anderen Seite wieder sagen, so nach den Witzen der Zeitungen, wieso sagt jede dritte Frau, wenn ihr Mann kommt, du, ich habe Migräne. Ich meine jetzt mal, ich will nicht weiter in die Tiefe gehen, aber wieso hat sie Migräne? Ne? Ja, ganz einfach. Da unten ist ein Tal vom Seelenmüll. Ne? Wenn sie da unten so das Symbol hängen hat, hey, der Knacker hat mich schon wieder oder der mag mich gar nicht und ist ja sowieso nur betreutes Wohnen, ist Seelenmüll, also warum soll ich denn mit ihm, wenn er denn und so weiter, habe ich Migräne. Also, das nicht nur unbedingt mit den Bronchien. Das heißt, Atemnot heißt ja nicht unbedingt, dass wir auch Dinge abhusten müssen. So eine Atemnot heißt ja nur, ich kann nicht. Wobei auf der anderen Seite, wenn das hier oben ist, geht es noch. Ist es mehr so auf Höhe der Brustwarzen schon? Na, je nachdem, also nicht so, also so ungefähr. Also ungefähr hier, also auf dieser Höhe. So, dann hat es wieder was mit dem Herzen unter anderem zu tun, dass man Atemnot hat. Wenn es aber nur hier oben ist, dann ist es ja praktisch symbolisch so, mir drückt einer in mich herum rein. So, dazu ist aber wieder verständlich in der Organsprache, dass dieses Teil hier oben, das ist unser sogenanntes Gefühlsdreieck. Das heißt Schilddrüse neben Schilddrüse. So. Und wenn meine Gefühle nicht richtig rauskommen und da drückt einer drauf, dann kriege ich auch keine Luft. Nächste Frage bitte. Da und da hinten noch. Ja, Sie haben ja vielleicht auch eine Freundin, für die Sie fragen können. Also insofern. Also ich habe immer harten Stuhlgang. Manchmal habe ich auch richtig Verstopfung. Und das eigentlich schon seit Kindheit, kann man sagen. Mhm. Und das würde ich natürlich gern loswerden. Also ich würde gerne einen ganz normalen Stuhlgang haben wollen. Mhm. Ja, ich auch. Ah, das ist so schön. Wer nicht? Das ist leider so. Und wenn wir uns das Thema Stuhlgang angucken, harten Stuhlgang oder Verstopfung, Oberthema kann man immer sagen, loslassen. Zweites Unterthema heißt aber auch nicht richtig von dem verarbeiten, was wir eigentlich haben. Drittes Thema heißt aber auch, mir fehlt die Flüssigkeit in meinem Leben. Dann heißt es ja auf der anderen Seite auch, weil unser Darm, er entzieht ja auch dem, was er da verarbeitet, entzieht er auch Flüssigkeit. Bin ich selber nicht richtig im Fluss und ich kann nicht so durchs Leben gehen, wie ich durchs Leben gehen sollte, dann habe ich auch nicht genug Flüssigkeit in mir. Habe ich nicht genug Flüssigkeit in mir, trocknet der Stuhl aus. Also es geht da vieles einher. Dieses dann nicht richtig durchs Leben gehen, das geht dann meist auch her mit leichten Halluxansätzen. Der geht denn so einher, weil wenn ich gebremst werde und ich gehe nicht flüssig durchs Leben, na, so, dann ist immer die Frage, was ich ja gestern schon sagte, lebe ich oder werde ich gelebt? Tolle Frage. Überlegen Sie mal, was ist das, was Sie am Morgen als erstes lebt? Der Wecker, bei mir die Blase. So, die weckt Sie nachts. Aha, Sie haben keinen Stuhlgang, aber dafür nachts die Blase. Aber kein Bettnässer. Na, Entschuldigung, das ist eine ganz medizinische Frage. Würde jeder Arzt stellen. Nein, aber das ist wirklich so das Thema. Harter Stuhlgang, nicht loslassen können, bedeutet wirklich auch, ich verarbeite etwas, was ich nicht loslassen kann. Wenn Sie das seit Ihrer Kindheit haben, dann ist wirklich, wie bei ihr auch, wirklich nochmal die pränatale Phase mit irgendjemandem gehen und sagen so, was war denn in frühester Zeit meiner Kindheit, dass ich Angst habe, etwas zu verlieren? Dass ich Angst habe, etwas loszulassen? Und das Idiotische ist wirklich, Benno sagte vorhin, der im Körper liest. Ich sage immer, es geht noch ein Stück weiter. Der im Körper Gedächtnis liest. Das heißt, wir haben nicht nur das hier oben, sondern wir haben auch noch ein Körpergedächtnis. Und das heißt, wenn wir uns als Kind, so als 3- oder 4-Jährige mal irgendetwas geschworen haben, dann zieht sich das bei uns durch die Bande, bis wir es kapieren. Ich habe meine Mutter zu verlieren. Ja,
Also, aber das habe ich eigentlich jetzt schon abgelegt. Und trotzdem. Hat sie das nicht schön gesagt? Das habe ich eigentlich schon abgelegt. Das fühlt sich so an wie, ich bin ein bisschen schwanger. Nein, ich hab's, glaube ich. Nein, ich hab's abgelegt. Ja. Eigentlich ist nämlich ein schönes Unwort, wenn man das so betrachtet. Ne? Das heißt also, weil das, da kommt wieder ein bisschen Unsicherheit durch. Habe ich es nur wirklich losgelassen oder nicht? Weil wir haben manchmal so von El Grindo hier oben so verschrobene Vorstellungen, hey, ich kann meine Eltern doch nicht einfach fallen lassen. Das geht doch gar nicht. Jetzt habe ich gar nichts. Ja, das so war mal. Ja, das geht. So, ist zum Beispiel so, ich kann diese Broschüre, kann ich sagen, ich habe sie losgelassen. Richtig? Ich kann aber auch sagen, ich habe sie losgelassen. Ich habe beides mal losgelassen. So wie Sie jetzt gesagt haben, ich habe sie losgelassen. Sie können immer wieder zurückgreifen. Wenn Sie aber sagen, ich lasse sie immer mal los, dann ist sie weg. Wir werden sie niemals los. Nur von unserem Energiefeld her sieht es so aus, dass wir selber entscheiden können, das, was mich irgendwann mal geprägt hat oder die Erinnerung oder Schock oder was ich habe, messe ich dem so einen Raum bei oder kriegt er so viel Platz? Wir entscheiden, wie groß wir dieses aufrechterhalten. Wenn Sie sagen, hey, das Thema, ich habe Angst gehabt, meine Mutter zu verlieren. Jetzt gucken Sie sich mal Ihr Leben heute an. Wie viel Handlungen haben Sie von Ihrer Mutter übernommen? Gucken Sie sich das mal an. Manchmal weiß man das gar nicht, sondern irgendwelche Geschwister oder andere sagen, hey, du verhältst dich ja wie dein Opa, du machst das ja wie der. Ups, wissen wir ja gar nicht. Manchmal übernehmen wir solche Handlungen, um den Menschen immer noch auf eine gewisse Art und Weise nahe zu sein oder sie nicht wirklich loslassen zu können, weil wir Angst haben, hey, wenn ich sie loslasse, sind sie vergessen. Sind sie nicht. Sie kriegen nur eine andere Bedeutung. Und dann, wenn Sie in dem Moment das nochmal an sich anschauen, wirklich sagen, komm, ich gehe nochmal rein, guck mir das mit Mami nochmal an. Warum habe ich Angst gehabt, sie loszulassen? War es wirklich die Mama oder war es denn eigentlich der Papa, der da irgendwas ausgelöst hat, warum ich sie abhängig loslasse? So, und dann wird Ihnen auch mal einiges klar. Dann gucken Sie sich Ihr Leben heute an, bringen das Ganze in Übereinstimmung und sagen, hey, zack. Und dann wird's flitzen. Dann wird's leichter. Jetzt die Dame da hinten in weiß mit schwarzen Haaren, oder dunklen Haaren zumindest, kannst du nicht sehen, ich bin so geblendet hier, aber von den Scheinwerfern. Was geht denn so einher? Das ist verrückt, aber ist so. Bei mir geht es um die Schilddrüse. Also ich bin schon mit 19 operiert worden, ja, an der Schilddrüse und muss jetzt auch immer Tabletten nehmen jeden Tag, diese Hormone. Und weiß jetzt gar nicht eigentlich, was ich genau fragen will, aber ich habe immer, das ist schon viel besser geworden, aber ich habe immer wie so einen Motor im Körper, der läuft und läuft und läuft und ich kann zwar den schon, manchmal komme ich schon in die Ruhe, meditieren oder was weiß ich. Es ist viel besser als früher. Aber ich habe immer noch dieses Go, Go, Go. Also immer diese so eine innere Anspannung. Und ich dachte früher, das kommt vom Rauchen. Also ich rauche jetzt seit über 3 Jahren nicht mehr, aber vom Zigarettenrauchen unterstützt es ja, dass man immer so eine Spannung im Körper hat. Ist es aber nicht. Also ich rauche nicht mehr, ich habe das trotzdem noch. Und manchmal geht mir das tierisch auf den Keks, weil das ist immer so ein... Mhm. Gut. Und dann noch ganz kurz, falls ich das Mikro abgeben muss, noch schnell die zweite Frage in Verbindung, weil ich esse kein Fleisch. Jetzt habe ich gehört, ich darf kein Soja essen, weil Soja angeblich die Aufnahme von diesem Schilddrüsenhormon verhindert. Jetzt stehe ich blöd da. Ich kann ja nicht nur Käse und also Ich brauche genug Eiweiß auch noch. Gut, dann fangen wir mit dem Einfachen an. Also erstens, Sie stehen nicht blöd da, sondern Sie sitzen ganz bequem. Das ist schon mal das Gute. Zweitens ist so, das hatten wir das Thema gestern auch, es ist überhaupt nicht entscheidend, wer heilt. Es ist entscheidend, was heilt. So. Und es ist genauso entscheidend für Sie, wenn Sie sagen, hey, die und die Wege bisher, die haben mir nicht weitergebracht. Sie haben alle mal das Recht zu sagen, hey, stopp, der Weg hat mich nicht weitergebracht, ich gehe ein Stück zurück und gehe den Weg neu. Das heißt also, wenn wir uns aber jetzt hier von El Grindo wieder sagen, hey, ich darf ja nur das, ich darf nur das, dann sind wir in einer Sackgasse drin, die uns selber gefangen hält. Das ist wie der goldene Käfig. Ich habe alles, die Tür ist auf, aber ich traue mir nicht rauszugehen. Also auch den Mut zu haben, was ich sagte, wirklich mal den Tisch leer zu machen, sagen, okay, jetzt gehe ich mit irgendeiner total fremden Person oder wie auch immer mal ran, gehe mal den Weg rückwärts, bis ich sage, so, hier fühle ich mich wieder stabil und gehe den Weg mal neu. Einfach mal so versuchen, weil dann wird auch vieles klarer. Jetzt zur Schilddrüse. Schilddrüse, wie gesagt, ist Gefühlsdreieck.
In der Organsprache sieht es so aus, wir sprechen von einer Überfunktion der Schilddrüse. Wir sprechen von einer Unterfunktion der Schilddrüse. Was hat man bei Ihnen festgestellt? Das ist ja das Komische. Keins von beiden. Also ich hatte so einen Kropf, der ging nach innen, der musste raus, weil der ist schon so nach innen gedrückt. Und früher war es so, da habe ich zum Beispiel eine Ausbildung, also wenn ich da gelaufen bin, eine Runde, dann habe ich total geschwitzt, was aber nicht natürlich ist, weil ich normalerweise Mensch bin, der nicht schwitzt. Und da mussten die schnell handeln, weil ich bin immer umgefallen wegen der Schilddrüse. Es ist aber keine Über- und keine Unterfunktion. Also nee, ich weiß das ist richtig, nicht mehr. Okay, jetzt gut. Wenn Sie sagen, dass Sie dann so eine Art Kropf hatten, der dann praktisch nach innen gewachsen ist, jetzt kommen wir so ähnlich wieder hier dahin, es nimmt mir die Luft, Kropf nach innen. Also der Kropf als solches im übertragenen Sinne bedeutet ja nichts anderes, er nimmt ganz kurz was auf und soll es dann wieder abgeben. Ich sage immer, das ist der obere Blinddarm, den wir haben. Das heißt, der Kropf nimmt kurz etwas auf, wie bei den Hühnern das auch ist. Die sammeln hier die Körner, schlucken sie runter, da kommen sie wieder raus. Bei den Menschen ist es auch so, der Kropf hat auch einen gewissen Ausgleich, hat auch eine sehr starke hormonelle Funktion hier oben, das ist gar keine Frage, weil er eben praktisch mit der Schilddrüse und mit den beiden Nebenschilddrüsen arbeitet. So. Wenn der Kropf bei Ihnen nach innen wächst, wenn wir etwas nach innen wächst bei uns oder gegen uns richten, dann heißt es immer, wir richten etwas gegen uns. Das heißt, bei Ihnen war mehr so der Fall, dadurch, dass der Kropf nach innen gekommen ist, hat er Sie am Schlucken nachher gehindert. Oder es wäre zumindest noch dazu gekommen, dass er nach innen wächst, am Schlucken hindern oder am Atmen hindern. Das heißt, Sie haben irgendetwas gegen sich gerichtet, was aus Ihrem Gefühlsdreieck kommt, was Sie sagen, also ich will das nicht mehr schlucken oder ich will das nicht mehr reinbekommen, diese Luft. Also das kann gut möglich sein, wie gesagt, dass deswegen, und dann bildet sich der Kropf zurück, wenn unser Wille dementsprechend so stark ist. Das kann hier oben passieren. Wenn der Motor nachher weiter bei Ihnen noch läuft, dann ist es so, dass Sie entweder einen inneren Kurzschluss haben, wie wir das nennen, oder Sie haben eine Überreaktion von Antriebsorganismen. Das heißt also, im Endeffekt heißt es unterm Strich auch, dass Sie Ihr Leben gar nicht richtig leben in der Geschwindigkeit, wie Sie es leben könnten im Moment. Und das passiert oft, wenn wir in einem, ich sage mal, als Hausmittel kann man das immer so schön nehmen, gucken Sie sich den Biorhythmus an. Wann habe ich in meinem Biorhythmus so mein Highlight? Wann bin ich dann, wo ich am powerfulsten bin? So. Und wenn Sie sagen, okay, wann sind Sie am powerfulsten?